Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unter der Geschichte. Undertale. Ich bin Undertale mit der Maus. Okay, wir gehen mal weiter. Natürlich. Wer lässt hier seine Mülltüte liegen? Und es ist eine ziemlich stabile Mülltüte, ich kann jetzt rüberlaufen. Sind sie schon weg? Der Geist gibt ein lautes Zitzel von sich und tut so, als würde er schlafen. Mit Kraft bewegen? Nein. Oh. Ja, er gibt immer noch ein lautes Ja. Napster Blug. Das ist verdammt hippe Mucke. Analyse. Angriff 10, Verteidigung 10. Dieses Monster scheint keinen Sinn für Mord zu haben. Yeah! Nein, ehrlich, Mann. Yeah! Sind das magische Treppen, verdammt. Ja, okay. Napsterbrook wünscht sich, als wäre er nicht hier. Auch runter. Du schenkst Napsterbrook ein freundliches Lächeln. Geht's jetzt besser? Bin gerade nicht in Stimmung, entschuldige. Okay. Napsterbrook sieht ein wenig munter aus. Okay. Du erzählst Napsterbrook einen kleinen Witz. Kommt ein Pferd in den Bar. Sagt der Barmann, warum so ein langes Gesicht? Ja. Oh. Wow. Das Aufmuntern hat Napsterbrooks Stimmung noch weiter gehoben. Okay, dann flirten wir mal. Okay. Ja, mit so einfachen Tränen kannst du mir nicht das Wasser reichen. Aufmuntern. Napsterbrook möchte dir etwas zeigen. Lass es mich versuchen. Okay. Ich nenne es Elegance Blug. Gefällt es dir? Das ist genial, mein Freund, das ist genial. Oh je. Normalerweise besuche ich die Ruinen, weil hier nie jemand ist. Aber heute habe ich eine nette Person getroffen. Oh, ich schweife wieder ab. Ich bin dann mal weg. Nein, wir wollten doch gerade Freunde werden. Wir hatten fast den gleichen Namen. Napsterbrook. Wir waren füreinander bestimmt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich männlich oder weiblich bin. Okay, ich möchte hier lang. Was ist das? Spinnenweben. Spinnenkuchenbazar. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Um ganz ehrlich zu sein, ich mag keine Spinnen. Im echten Leben, aber hier ist das was ganz anderes. 7 geben Netz lassen. Okay. Einige Spinnen krabbelten herunter und gaben dir einen Donut. Oh, danke. 18 geben, jetzt lassen. Oh, Leute, ich will 18 G. Wir müssen noch ein bisschen sammeln, Geld sammeln gehen. Hier drüben. Ich brauche 18 G. Es dauert nicht lange. Wir müssen den Froggy hier nur ein Kompliment machen. Gnade. Okay, 2 Gold erhalten. Das geht noch besser. Brauchen wieder Double Froggit. Komm schon, Froggit. Schon. Fordere mich doch zum Kampf hinaus. Ich habe keine Angst vor euch. Yeah. Double Froggit, genau. Oh, nicht Kampf. Was wollte ich? Froggit versteht nicht, was du meinst, aber er versteht, was du meinst. Oh. Okay, das zweite. Yeah, jetzt haben wir beide auf unserer Seite. Autsch. Okay, das war dumm. Aber dafür bin ich bekannt. 4 Gold erhalten, yeah, 4 Gold. Alter, ich bin so reich, 13G. Fehlt aber noch was. Ich möchte die 18 haben. Ich will wissen, was das andere Kuchenstück ist. Der Donut. Hört sich köstlich an.
Molzmals! Molzmal, Anneliese. Molzmal! Stereotyp, unglaublich attraktiv, aber ohne Gehirn. Oh, sexy Zucken! Oh, Baby. Yeah, Baby. Okay, verschonen wir die mal. Du warst siegreich. Ihr gebt kein Gold! Das finde ich nicht amüsant. Ich hätte doch gerne ein bisschen Gold. Yeah, das ist schon besser. Kompliment. Oh. Gnade. Ich glaube, wir kommen einer Sache schon näher. 2 Gold. Natürlich, ich brauche noch 3 Gold. Komm schon, 3 Gold. Ja, das ist jetzt ein bisschen zögernd, aber ich möchte wissen, was in dem anderen Spinnennetz ist. Das ist gut, das ist gut. Kompliment. Oh. Okay, Frogget B. Kompliment. Quack, quack. Ah, fliegen. 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 Ausgezeichnet. 4 Gold, yeah. Ich bin die reichste Mama in der ganzen Stadt hier. Okay, gehen wir uns den Kuchen holen oder was auch immer in dem Netz drin ist. Vielleicht kriegen wir auch eine Backpfeife, aber das weiß ich nicht. 18 Gehen im Netz lassen? Ja. Yeah. Und gaben dir einen Krug. Spinnenmost. Info. Spinnenmost. Halt 24 HP. Aus ganzen Spinnen hergestellt. Nicht nur aus deren Saft. Okay, aus ganzen Spinnen. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Info. Spinnendonut. Halt 12 HP. Ein Donut mit Spinnenmost im Teig. Also auch aus Spinnen gemacht. Warum benutzen die Spinnen? Spinnen, um Dinge herzustellen. Monsterbonbon. Halt 10 HP. Hat einen deutlichen Anti-Lakritz-Geschmack. Will ich auch schwer hoffen. Ich mag keine Lakritz. Ich mag keinen Lakritz. Okay, was haben wir hier? Haben Sie es verpasst? Spinnenkuchenbazar, rechts unten. Kommen Sie und genießen Sie Gerichte von Spinnen, für Spinnen, aus Spinnen. Natürlich. Also, Mr. Forget? Quack, quack. Ich habe gehört, F4 sorgt für ein Vollbild. Aber was steht F4? 4 Frösche? In diesem Raum habe ich höchstens 3 Frösche gesehen. Das macht mir jedenfalls Sorgen. Quack. Hey, hier sind doch nur 2. Quack, quack. Ich hörte, du bist für einen Menschen recht gnädig. Du weißt bestimmt, dass du einen Monster verschonen kannst, wenn sein Name gelb ist. Wie denkst du darüber? Sehr nützlich, eher schlecht. Sehr nützlich. Es ist wirklich nützlich. Verschonen bedeutet nur, dass du nicht kämpfen möchtest. Eines Tages musst du es vielleicht sogar ohne gelben Namen versuchen. Okay. Die Wandlöcher machen mir Sorgen. Ah, natürlich. Migos. Es erscheint bösartig, ist aber nur in der falschen Gruppe. Legion, wir sind Legion. Oh, ein sexy Zucken. Autsch. Mordsman, das ist nicht sexy. Reden. Ist mir egal. Ah, es ist dir egal. Schon? Cha-cha. Oh, er danced. Das war cool. Achso. Er wollte nur nicht, dass dieser Pudding in der Nähe ist. Das erklärt einfach alles. Okay. Dann hätten wir das geklärt. Sonst gibt's ja nichts. Ja, natürlich. Gehen wir mal weiter. Oh. Hallo? Es ist schon eine Weile her, seit ich aufgeräumt habe. So schnell habe ich gar keinen Besuch erwartet. Wahrscheinlich liegen überall viele Sachen herum. Du kannst etwas nehmen, aber nicht mehr als du tragen kannst. Vielleicht findest du eines Tages etwas, das dir wirklich gefällt. Dabei solltest du immer ein wenig Platz in deiner Tasche lassen. Okay. Oh, Lux. Und gucken, wie der so lookt. Schikaniere ihn nicht. Familienname Augenläufer. Bitte nicht schikanieren. Lux schaut durch dich durch. Hey, guck nicht durch mich durch, nicht schikanieren.
Endlich versteht es jemand. Oh. Lux knirscht mit den Zähnen. Nein, 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 ich bin auf Kampf gekommen. Yeah, oh, 5 Gold. Sexy. Es gibt nur einen Schalter. Okay. Muss ich... Was muss ich hier machen? Ah, ich muss da irgendwo runter. Oh. Lux, du schon wieder? Endlich versteht mich jemand. Autsch. Das ist ganz schön schwierig. Aber Nester Blue, warum bist du hier? Ich bin durch ein Loch gefallen und komme nicht zurück. Geh ohne mich weiter. Warte, Geister können schweben, nicht wahr? Na dann... Ach, Napster Bluke. Du kleiner Schlimmer, du. Geh mir dahin, da lag irgendwas. Was bist du? Vegetoid kam aus der Erde. Analyse. Reicht für ein Monster und da liegt kein Naturschutz. Regionaler Anbau, sehr regional. Oh, Ich bin nicht... Autsch, in der Stimmung dafür. Reden. Pflanzen reden nicht, Dummkopf. Ist für deine Gesundheit da. Du klopfst dir auf den Bauch. Vegetoid bietet dir ein gesundes Mahl an. Ist dein Grünzeug. Yeah. Vegetoid lächelt auf mysteriöse Weise. Okay, lass mir das... Lass mir das mal. Das macht mir Angst. Aber da drüben war nochmal eins. Vielleicht ist es uns wohlgesonnen. Natürlich, Lux. Ich erschicke ihn mal, du gemeine kleiner Dummkopf. Ich bin kein Dummkopf. Ich sehe... Aua. Die sehen nur so aus. Nicht schikanieren. Endlich versteht mich einer. Ich komme damit immer noch nicht klar, aber irgendwann werde ich ein Meister darin sein. Du klopfst sie auf den Bauch. Vegetoid bietet dir ein gesundes Mahl. Ich werde mein Grünzeug nie essen. Aber diese Melone schon. Was soll ich fressen? Du isst ein Stück Vegetoid. Du warst siegreich. War das jetzt böse oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ein Mädchen bin. Vielleicht bin ich auch ein Junge gefangen im Körper eines Mädchens. Oder ein Mädchen gefangen im Körper eines anderen Mädchens. Wir wissen es nicht. Wir sind uns nicht einig. Führende Wissenschaftler sind immer noch dabei, es herauszufinden. Was ist das? Was ist das? Was bist du? Ein Schalter drücken? Nein. Die Tür ist kein Ausgang, sondern eine Veränderung der Perspektive. Ah, genau. Natürlich. Hä? Wenn du das liest, drücke den blauen Schalter. Okay. Lux nähert sich. Lux, nicht schikanieren. Du schikanierst mich mit deinen Bubbles. Ah, guck. Das ist gemein. Lass das, Lux. Lux, Lightly. Warte, das ist kein Durchgang, sondern nur eine Veränderung der Perspektive. Das heißt, dass hier der blaue Schalter ist. Du vernimmst dein Glas klicken. Ausgezeichnet. Was ist, wenn ich irgendeinen Schalter drücke? Ah, okay. Das klärt dann wohl meine Antwort. Wenn ich denen zu nahe komme, dann falle ich in ein Loch. Okay. Wenn du das liest, drücke den roten Schalter. Okay. Wäre ich farbenblind, wäre das Ganze viel schwieriger. Aber Vegetoids! Ich fresse dich! Ach so. Ah, natürlich. Ich muss es zuerst essen. Grünzeug, yeah! Noch mehr Grünzeug. Ist dein Grünzeug, natürlich. Yeah. Und jetzt werde ich dich fressen. Ich meine, die sind doch dafür da, damit man sie isst.
Oder einfach nicht. Ich hoffe es zumindest und das war nichts Böses. Sonst habe ich alles umsonst gemacht. Ein klares Klingen. Okay, bleibt mir vom Leib, Schalter, bleibt mir vom Leib. Wenn du das liest, drücke den grünen Schalter. Das müsste der grüne sein. Du vernimmst ein klares Klicken. Natürlich, das war der grüne. Du schon wieder. Das ist immer dasselbe mit dir. Immer wirst du schikaniert. Und ich muss dich wieder alles ausbaden. Aber du gibst 5 Gold und das ist gut. Ihr sollt ja noch eine Weile bleiben, um Gold zu sammeln. Schön. Wunderschön, wunderschön. Ein Frogit. Quack, quack. Nur zwischen uns beiden. Ich sah Toriel vor einer Weile hier vorbeilaufen. Sie trug einige Lebensmittel mit sich herum. Ich fragte nicht nach, wofür sie sind. Wir sind zu schüchtern, um mit ihr zu reden. Quack. Ah ja, okay. Oh. Du findest das Spielzeugmesser. Eine Waffe? Ernsthaft? Ja, okay. Spielzeugmesser. Bin ich jetzt voll tough, oder? Die Stadt sieht aber schön aus. Oder die Ruinen. Alles klar. Ein Spielzeugmesser. Natürlich. Oh je, das hat länger gedauert, als ich dachte. Hallo Mutter. Wie bist du hergekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Ich werde dich gesund pflegen. Ich hätte dich nicht so lange allein lassen sollen. Es war unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann das wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Ich möchte aber den Baum da. Jedes Mal, wenn diesem Baum Blätter wachsen, fallen sie gleich runter. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Lass mich vorbeibauen. Der Anblick eines hübschen Hauses inmitten der Ruinen verleiht Entschlossenheit. Aber sowas von. Riechst du das? Du hast doch nicht gerade eben gefurzt, oder? Überraschung! Es ist ein Karamell-Zimtkuchen. Ich dachte mir, wir feiern deine Ankunft. Du wirst während deines Aufenthalts eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Hier, es gibt noch eine weitere Überraschung. Okay, ich komme gleich. Erstmal ausrauben. Hier befindet sich ein Kalender von Anfang... Schieß mich tot. Diese Bücher sind abgenutzt und wurden wohl oft gelesen. Okay, nichts zum Rauben. Das ist es. Ein Zimmer ganz für dich allein. Ich hoffe, es gefällt dir. Ist das deine Hand auf meinem Kopf? Brennt da etwas an? Fühl dich einfach wie zu Hause. So lieb, sind mir auf den Kopf getätschelt. Auf den Kopf getätschelt. Mir kommen die Tränen. Sieh dir dieses tolle Spielzeug an. Es interessiert dich nicht im geringsten. Alter Nepp, interessier dich für dieses Spielzeug. Yeah. Erstmal geil schlafen. Du findest ein Stück Karamellzimtkuchen. Gut, gut. Ein leerer Bilderrahmen. Er ist sehr staubig. Eine Kiste mit Kinderschuhen in unterschiedlichen Größen. Geil, die Musik verändert sich beim Licht an- und ausmachen. Du hast diese Pflanzenart schon einmal gesehen, erinnerst dich jedoch nicht an den Namen. Okay. Was ist hier? Machen wir das Licht aus. Geht nicht. Du wagst deinen Blick. Skandalös! Oh, es ist Toriels Sockenschuhfach. Natürlich, Socken. Jeder Junge träumt von Socken, aber ich weiß nicht, ob ich ein Mädchen bin oder nicht. Es ist eine Enzyklopädie über subterrane Pflanzen. Du riskierst deinen Blick. Typha. Eine Gruppe Sumpfpflanzen mit braunen, rechteckigen Blüten. Besser bekannt unter dem Namen Wasserwürste. Yeah, Wasserwürste. Definitiv größer als ein Doppelbett. Toriels Tagebuch. Markierten Eintrag lesen? Ich sollte nicht. Du liest den Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen? Weil es nie mit dem Herzen bei der Sache war? Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Also, Skelett, Herz bei der Sache? Ja, ich hab's verstanden.
Nur ein alter Eimer mit Schnecken. Hm. Ich bin verleitet, diesen Eimer mitzunehmen. Für meine Schneckensammlung. Ah, der Kaktus. Die zunderhafteste aller Pflanzen. Du Zundere, du. Du Zundere. Aber ich liebe dich. Guck mich nicht an. Okay. Die Pflanze ist ziemlich Zundere. Ah, ja, ich mach's gleich. Aber warum ist die Blume da oben gelb? Und warum ist hier sonst alles blau? Oder türkis? Das ist seltsam. In der Schublade finden sich Blumensamen und einige kaputte Buntstifte. Kaputte Buntstifte. Ich kann meine Füße sehen. Es ist ein Spiegelbild. In Horrorspielen würde jetzt irgendwas passieren, wenn ich hier vor meinem Spiegelbild stehen würde. Zimmer wird renoviert. Natürlich. Das kommt mal los. So. Wo ist meine Mama? Ich habe Hunger. Ah, natürlich ein Buch lesen, wie immer. Haben wir kein Kabelfernsehen? Aus irgendeinem Grund liegt ein Markenschokoriegel im Kühlschrank. Ist es Snickers? Ist es Mars? Das ist bestimmt Duplo. In der Spüle klebt weißes Fell. Im Geschirrschrank liegen Keksmesser für Lebkuchenmonster. Okay. Die Größe des Kuchens schüchtert dich zu sehr ein, um ihn zu essen. Der Ofen ist wirklich sauber. Toria benutzt wohl eher Feuermagie. Feuermagie, natürlich. Sie ist ein Pyromane. Es gibt Zeichen Feuer. Das Feuer ist nicht glühend heiß, sondern nur gemütlich warm. Die Endstücke der Werkzeuge wurden abgefeilt, um sie sicherer zu machen. Ah, okay. Das ist ein Geschichtsbuch. Eine Seite ist aufgeschlagen. Gefangen hinter der Barriere, zogen wir uns zurück, in Angst vor menschlichen Angriffen. Wir wanderten tief durch das Erdreich, bis wir das Höhlenende erreichten. Das war unser neues Zuhause, welches wir Zuhause nannten. Egal wie großartig unser König ist, er hat es nicht so mit dem Namen. Oh, schon aufgestanden? Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeig dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für deinen Unterricht erstellt. Das mag dich jetzt eventuell überraschen, aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Ach, vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem. Ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Was gibt es denn? Nichts. Also, wenn du etwas brauchst, dann sprich einfach mit mir. Ich weiß, was die zweite Option war. Aber ich möchte hierbleiben. Ich möchte nicht gehen. Toriel ist wie eine Mutter für mich. Und ein Vater. Aber was haben wir denn hier? Ich denke, du solltest lieber oben spielen. Ach ja? Denkst du das? Da kommt der Rebell in mir zum Vorschein. Wir müssen einfach schneller laufen als Toriel. Nein, 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 nein. Es ist gefährlich, hier unten zu spielen. Natürlich. Als ob wir uns da... Als ob ich darauf hören werde, schau mich nur. Es ist windig hier unten. Du fängst hier nur eine Erkältung ein. Ach so, natürlich. Das sagen mir immer alle. Ich bin die Reinkarnation der Erkältungen. Diesmal wird sie mich nicht erwischt, weil ich hier oben laufe. Es ist staubig hier unten. Du holst hier so nur einen Husten. Oh, du hast recht. Natürlich. Ich werde auf dich hören, Toriel. Ich werde auf dich hören. Aber ich habe hier unten meine Sonnenbrille vergessen. Es gibt hier unten nichts zu sehen. Bist du dir da sicher? Wie bemerkt sie nur, dass ich mich hier unten bewege? Möchtest du ein Buch lesen? Nein, ich möchte kein Buch lesen. Toriel, noch einmal und... Ich muss ein anderes Wörtchen mit dir reden. Nö. Mir sagt das Spiel, das du spielst, nicht wirklich zu. Also, ich finde es lustig. Irgendwann wird sie mich schon durchgehen lassen. Warum spazierst du nicht im Vorgarten umher? Wie viele Gesprächsthemen hast du denn zum Sagen? Kannst du mich nicht davon abhalten, hier runterzugehen? Echt jetzt? Entschuldigung, ich mach's nie wieder. Aber wir gehen da einmal runter.
Ich habe meine Sonnenbrille immer noch nicht gefunden. Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Nichts mehr. Sie hat nichts mehr dazu zu sagen. Entschuldigung. Ich rufe mal mit dem Handy an. Guten Tag. Hier ist Toriel. Hallo, mein Kind. Tut mir leid. Ich kann dir gerade nichts erzählen. Ah, okay. Ich meine, ich könnte jetzt die Treppen hochlaufen, aber das ist zu anstrengend. Trag mich, Mutter, trag mich. Ist ja in Ordnung. Wie es aussieht, gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir gehen nochmal schlafen. Wir gehen nochmal schlafen. Yeah. Yeah. So werfe ich mich auch immer aufs Bett. Und dann schlafe ich. Okay. Ausgeruht und frisch und munter. Okay, Toriel, es wird Zeit, dass wir mal ein ernstes Gespräch führen. Ich weiß, es gab unsere kleinen Differenzen und ich bin dir nicht böse. Aber ich glaube, ich bin nicht dein Kind. Ich glaube, ich bin zu größerem bestimmt. Ich glaube, meine Eltern waren weiß. Du bist auch weiß, aber ich bin nicht pelzig. Ich bin ganz gar nicht pelzig und sieh dir meinen Gesichtsausdruck an. Ich bin eindeutig Asiate. Du bist kein Asiate. Das merkt man. Wir haben einfach verschiedene Interessen. Das musst du verstehen, Toriel. Das musst du verstehen. Ich meine, du weißt, was du bist. Aber ich kann doch nicht mal sagen, ob ich männlich oder weiblich bin. Bin ich ein Junge oder ein Mädchen, Toriel? Sag es mir doch. Ich lasse dir eine Entscheidung. Ich kann warten. Entscheide dich bitte bis zum nächsten Part. Bis dann.